So, liebe Dampfmaschinenfreunde, wir haben wieder ein ganz, ganz neues Highlight im Angebot, und zwar ist das von Vilesco, das Modell D161, die neue Auflage von 2019. Ihr seht die Grundplatte, der Kessel, also es ist wirklich Sahne geworden diesmal. Ja, das Modell ist auch wirklich nagelneu, fabrikneu kann man sagen, gerade ausgepackt aus dem Karton. Die waren noch nicht einmal in Betrieb, noch nicht einmal ausgepackt, wir haben sie jetzt zum ersten Mal ausgepackt. So wie von mir gewohnt, die Sachen alle original verpackt. Betriebsanleitung oder Bedienungsanleitung, Prospekte dabei. Wir haben jetzt nur einen Schornstein von einem Modell genommen, das sieht jetzt optisch schöner aus, weil er ist noch eingepackt. Wir wollen jetzt nichts aufreißen. Hier ist die Pfeife drin, Schlüssel drin, Dichtung drin, Trichter. Wie gesagt, der Schornstein. Wir lassen alles noch zugeschweißt. Wir haben jetzt so von ähnlichen Modellen den Schornstein genommen. Dann könnt ihr das so optisch besser vorstellen. Ja, das Modell betreiben wir auch nur mit Luft. Wir werden hier kein Feuer anmachen, weil die soll ja auch nagelneu bleiben. Wir werden sie nur testen. Also ich muss sagen, die läuft wirklich, das Aggregat butterweich. Könnt ihr mal anfahren. So, wie gesagt, wir haben nur einen kleinen Kühlschrankkompressor dran, damit wir hier mit 0,5 Bar, das ist nicht mehr. Da haben wir ganz wenig Aufdreh, das reicht in dem kleinen Modell. Also ich brauche hier wirklich nicht schwindeln, das Modell ist wirklich nagelneu, haben wir gerade ausgepackt. Da braucht ihr keine Angst haben. Ja, mit dabei ist natürlich so ein Hammer, die ganze Umsetzung, da müsst ihr euch mal ein bisschen schlau machen. Wie gesagt, D161, die neue Ausführung von 2019, ist ein Dynamo bei, schöne Laterne bei. Macht doch ordentlich Krach. Ich habe es gerade mal jetzt so einen Gummiklotz runtergebaut, weil der hört sich doch furchtbar an. Wir wollen jetzt mal anschließen. Gucken, ob ich das mit einer Hand so hinkriege. Ich versuch's mal. So. Ich kann ja mal alles schön laut machen. So, die Laterne leuchtet auch wunderbar. Aber ich mache jetzt wieder einen Gummi drunter. Das ist mir doch zu laut. So, läuft wirklich sehr schön, ist natürlich sehr laut. Machen wir es gerade mal wieder ab. So, was ihr hier ein bisschen am Knarren hört, das ist diese Gelenkumsetzung. Das muss ich wahrscheinlich erst alles einschleifen. Man könnte jetzt noch Fett drauf machen, da wird das auch leiser. Das ist ganz normal. Das ist die Umsetzung. Da macht man sich später mal ein dickeres Fett drauf und dann ist das schön ruhig. Ich möchte aber jetzt nicht da rumsauen. Wir haben jetzt einen Tropfen Öl mal drauf gemacht, aber ihr müsst wahrscheinlich mal einen Tropfen Fett drauf. Dann wird es allgemein ruhiger, weil die Zahnräder in sich verkranzen oder verhaken dann. Na gut, alles klar. Das mache ich jetzt nicht. Ich süffe jetzt nicht hier rum. Wie gesagt, später, wenn ihr das habt, Tropfen Fett oder mal richtig einen Pinsel, mal ordentlich Fett drauf und dann wird es auch leiser. So, wie gesagt, der Gummiklotz war jetzt nur, weil es schön laut ist. Nein, ist wirklich ein schönes Modell. Vor allem der Kessel, schwarz-matt, die ganze Lackierung hier mit der Grundplatte haben sie wirklich sehr gut gemacht. Ich werde auch gleich hier, ich habe so ein bisschen vom Ölen gerade. Ich habe gerade einen ganz kleinen Tropfen Öl überall drauf gemacht, dass wir wenigstens einmal ein bisschen einölen. Aber wirklich sieht sagenhaft aus. Ich kann hier oder will auch nichts Verkehrtes sagen, das Modell ist nagelneu. Ich werde auch gleich viele, viele schöne Bilder machen, dass ihr euch das Modell wirklich von allen Seiten mal angucken könnt. Und beim Transport, wie gesagt, wird nur die Laterne hier rausgedreht, dass ich das mit einer Hand mal hinbekomme. Dann wird die eingepackte Laterne wird nur hier hingelegt. Dann bleibt alles drauf. Ihr braucht dann später nur wieder hier reinstecken. Zack und fertig. Braucht da nichts machen. Wir werden die auch wieder sehr gut verpacken. Hier kommt genug Luftpolster rein. Alles, die wird in Originalkarton wieder eingepackt. Ja, neue Design. Ihr könnt es ja lesen. Neue Design. Naja, ist aber wirklich schön geworden, das Modell. Und läuft wirklich sehr schön. Wir lassen es noch ein bisschen laufen. Wie gesagt, wir haben den Kolben alles mal so ein kleines Tröpfchen Öl drauf. Beim Betreiben reichen 3-4 Tropfen Öl. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt, ich kann euch nur empfehlen, holt euch einen Keramikbrenner später. Wie gesagt, dann bleiben die Kessel sauber. Ihr habt da keine Stinkerei in der Wohnung. Mittlerweile macht man das gar nicht mehr mit Espit. Ist zwar dafür ausgelegt, aber viele bauen sich hier oder holen sich hier einen Keramikbrenner. Die sind mittlerweile nicht mehr teuer. Da könnt ihr im Internet gucken. Bei eBay Kleinanzeigen gibt es, ich glaube, zwei, drei Leute, die bauen die oder fertigen die für euch an. Aber gut, gut. Ja, das Modell ist wirklich schön. Das kommt gleich auch bei eBay Kleinanzeigen, das schöne Modell. Und das ist echt ein Top-Weihnachtsgeschenk. Kann ich nur jedem empfehlen. Sieht wirklich sehr schön aus mit dem Dunkelgrün, mit dem Schwarz, mit dem schwarzen matten Lack. Also wie gesagt, guckt euch die Bilder bei eBay Kleinanzeigen an. Wir werden trotzdem mal alles überprüfen gleich, ob alle Schrauben fest sind.
weil ihr kennt mich, ich möchte kein Modell rausgeben, vielleicht doch irgendwas lose, das will ich nicht. Deswegen gucken wir alles nach. Und wenn ihr wirklich Maß haben solltet, klar, ihr könnt jederzeit ankommen, das ist kein Problem. Aber wir überprüfen alles. Wie gesagt, die ist ja nagelneu. Trotzdem ziehen wir alles nochmal nach, überprüfen alles, dass auch alles super dicht ist. Ja, alles klar. So soll reichen. Ich will gar nicht so viel babbeln. Das Modell kommt gleich bei eBay Kleinanzeigen zum Verkauf. Nagelneu, unbenutzt, nur mit Luft mal kurz getestet. Hier kommt kein Wasser rein. Und wie gesagt, alles original verschweißt, alles dabei. Man sieht hier wirklich, dass es gerade ausgepackt wurde. Die wird auch sehr gut beim Versand nochmal einen großen Extrakarton gepackt. Das ja nichts in schönen Karton. Und hebt ihn bitte auf. Ich habe viele leider, die schmeißen die Kartons weg. Warum? Ihr könnt die Kartons schön zusammenfalten. Macht da irgendwo, wo es trocken ist, schön hin. Wenn ihr so doch mal irgendwann verkaufen wollt oder wegpacken wollt, habt dann schönen Karton. Weil ich kriege leider so viele Modelle rein. Da sind leider die Kartons alle weg. Warum, weiß ich nicht. Also hebt die Kartons auf. Kann ich euch nur empfehlen. Könnt ihr schön zusammenfalten, legt euch irgendwo hin. Und habt auch immer einen schönen Platz für die schöne Maschine hier. Alles klar. So soll reichen. Wir werden sie trotzdem noch ein bisschen testen. Läuft wirklich sehr schön. Und wie gesagt, die neuen Modelle habt ihr das Abwasser schon an der Seite drin hier. Dann raucht es aus dem Kamin. Super Sache. Und mit dem LED-Bändchen, das leuchtet schön abends. Ja, schön geworden das Modell. So, bis zum nächsten schönen Modell, euer Tüftler. Und schönes Wochenende.